Im Hotel am Strom mit Blick auf die Weser trafen sich am Donnerstagvormittag 20 von ehemals 29 Schülerinnen und Schülern, die im Jahr 1964 ihr Abitur am Gymnasium der Wesermaß Kreisstadt Brake gemacht haben. Die ehemaligen Gymnasiasten tauschten sich beim gemeinsamen Mittagessen über die vergangenen 50 Jahre aus, sowohl über ihren beruflichen Weg als auch über private Ereignisse. Im Mittelpunkt aber standen die Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit. Prominentester Gast des Treffens war der bekannte NDR-Rundfunk- und Fernsehmoderator Lutz Ackermann, der in Brake geboren wurde.